Also in dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich meine Kabine optimiert nochmal neu aufgebaut habe, aus ganz anderen Materialien. Darauf könnt ihr euch in diesem Video freuen, und wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, ein Abo und kommentiert fleißig. Fragen, Anregungen, Kritik einfach immer unten in die Kommentare reinschreiben. Also, viel Spaß bei dem Video. Ich habe mir Anfang des Jahres einen Stapel Sandwichplatten besorgt, die waren 60 mm stark. Innen 48 mm XPS Schaum, außen 2 mm GFK Deckschicht und innen 10 mm Pappelsperrholzbeschichtung. Die Platten habe ich dann mit meiner Tauchkreissäge zugeschnitten. Das war alles ein bisschen aufwendig und hat viel Zeit gefressen. Eigentlich hätten die Platten zugeschnitten sein sollen, als sie bei mir ankamen, war aber leider nicht. Und auch wie ich es zugeschnitten habe mit diesem Stufenschnitt, das war auch ein bisschen zu aufwendig, muss ich sagen. Vielleicht wäre eine einfache Gehrungskante leichter gewesen. Im Februar ging es los mit dem Aufbau, da war es noch echt kalt draußen. Da habe ich die Dieselheizung noch echt gebraucht. Vor dem Verkleben habe ich mir noch ein paar Hilfsmittel vorbereitet, wie zum Beispiel diese Winkel hier zum Fixieren der Platten. Die Platten habe ich dann an den Schnittkanten mit Würth klebt und dichtet Power verklebt. Und keine Angst, in dieser Szene habe ich getestet, wie viel Kleber ich auftragen muss, damit eine 3 mm dicke Schicht entsteht. Also hier ist mehr Kleber drin, als in dieser Szene zu sehen war. Und so wächst die Kabine Stück für Stück immer weiter. Die Holzkanten hier habe ich zum Schutz vor Kleberesten abgeklebt. Und immer wieder habe ich mir was zum Vexieren der Teile einfallen lassen müssen. Die festen Oberflächen der Platten mussten mit der Kreissäge oder der Japansäge zugeschnitten werden. Den Schaumkern kann man ganz gut auch mit einem sehr scharfen Cutter zuschneiden. Und hier wieder eine dieser Fixierungen. Der Kleber auf den Schnittflächen reicht natürlich alleine nicht ganz aus. Auf diesen porösen Oberflächen des Schaumes hält der Kleber eh nicht so richtig gut. Wenn die Schnittkanten aber mit einem Feuerzeug zum Beispiel leicht angeschmolzen werden, entsteht so eine Art versiegelte, glatte Oberfläche. Und da hält der Karosseriekleber schon deutlich besser drauf. Um die Klebeflächen etwas mehr zu unterstützen und mehr Halt in die ganze Kabine reinzubekommen, habe ich die Kanten von außen mit einem zusätzlichen GFK-Winkel verklebt. In Verbindung mit einem 2K-Epoxykleber entsteht eine Verbindung, die wirkt, als wäre sie aus einem Stück hergestellt, wasserdicht und nur noch mit einer Säge oder dergleichen zu trennen. Das ist wirklich, als wäre das Ganze aus einem Teil gefertigt. Die Sandwichplatten wurden mit einer weißen Lackierung geliefert. Und die Klebeflächen musste ich sowieso abschleifen, wo ich das Epoxy aufgetragen habe. Aber um die Kabine dann später mit dem Raptor-Lack, mit dem 2K PU-Lack zu lackieren, musste ich die gesamte Fläche abschleifen. Das war eine richtig dreckige Arbeit. Die Tür, die ich eingebaut habe, ist von Outbound aus Holland. Ein wirklich sehr hochwertiges Produkt mit einem aber auch stolzen Preis. Komplett aus GFK gefertigt, mit Fenster, Rolle und 3-Punkt-Verriegelung.
Tür habe ich mit Sikaflex eingeklebt. Und natürlich habe ich die Klebeflächen vorbehandelt und geprimert. Und das ist nicht einfach nur irgendeine Art Reiniger oder Aceton oder so in der Art. Das Zeug hinterlässt so eine Art klebrigen Film. Als ich dann die Tür drin hatte und alle Kanten abgedichtet waren, habe ich dann die Oberfläche der Kabine von außen mit einer Strukturrolle mit Raptorlack in Sandgelb beschichtet. Die Kurbelhubstützen, die ich hier habe, sind von Rico Titan. Die Befestigungsplatten dafür habe ich im GFK-Profil vernietet und mit Karosseriekleber zusätzlich befestigt. An der vorderen Seite verwende ich auch noch eine Verbreiterung, um das Aufsetzen der Kabine später zu erleichtern. Und schon steht die Kabine auch das erste Mal auf eigenen Beinen. Um die Kabine auf der Ladefläche des Pickups zu befestigen, verwende ich Airline-Schienen, die ich mit Heinit-Muttern und Karosseriekleber an der Kabine befestigt und verschraubt habe. Um die Schiene nicht mit Kleber zu verhunzen, habe ich ja vorher alles abgeklebt. Ja, meine Kabine ist zwar jetzt noch nicht fertig ausgebaut, es besteht nur die äußere Hülle. Die ist aber fertig und wasserfest. Ich überlege nun, ob ich diese Kabine nicht jetzt schon verkaufe, statt sie auszubauen. Denn ich habe noch ein paar andere Ideen, die ich gerne umsetzen möchte. Zwar fände ich es auch cool, so eine Kiste zu fahren, ne, im Urlaub mit der eigenen Wohnkabine unterwegs zu sein. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte das Ding jetzt auch einfach schon mal verkaufen, um das Kapital, was ich da reingesteckt habe, wieder flüssig zu kriegen, für eine andere coole Idee. Die möchte ich jetzt noch nicht verraten, aber ihr könnt mal unter dem Video gucken, da ist ein Link. Ich habe das Ding zum Verkauf schon angeboten. Ich versuche es einfach mal, ob ich es verkauft kriege. Falls ich es nicht verkaufen kann, okay, dann baue ich es weiter aus. Dann könnt ihr euch auf noch mehr coolen Content freuen hier auf dem Kanal. Dann baue ich das Ding nicht zu Ende. Aber die anderen Ideen, die sind auch richtig cool.
Also falls euch das Video jetzt gefallen hat, dann, wie gesagt, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo, Kommentare unten drunter, Fragen, Anregungen, Kritik einmal unten reinschreiben. Ich würde mich darüber freuen. Und lasst mich wissen, wie würdet ihr das Ding ausbauen? Welche Ideen habt ihr? Löchert mich mit Fragen, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, und lasst alles Mögliche an Infos da, wie ihr diese Kiste weiterbauen würdet. Was wäre das Coolste, was ihr euch darauf vorstellen könntet, in so einer Kiste drin zu haben? Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.